Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns bei der Eintracht, die wir eben schon gehört haben, auch alle einig darüber, dass der Erfolg der Energiewende abhängig ist davon, dass der Strom, der eben unstet eingespeist wird durch Wind und Sonne, transportiert und auch gespeichert werden kann. Aber die Energiewende wird eben auch nur gelingen, wir haben heute Morgen auch über das Kostenargument gesprochen, wenn die Zustimmung nicht sinkt zur Energiewende, ganz einfach, weil die Kosten explodieren. Und wenn man sich genau anguckt, wie sich das in den letzten Monaten entwickelt hat, muss man schon erkennen, dass die Zustimmung proportional zur Energiewende gesunken ist, zu den steigenden Kosten und zu den steigenden Kosten der Ökostromumlage. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir nur erfolgreich sein werden mit der Energiewende, wenn es gelingt, dass die Preise nicht über den Kopf wachsen, dass eine warme Wohnung auch in 10 und in 20 und in 30 Jahren nicht zu einem Luxusgut wird und auch unsere Unternehmen, unsere mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen die Investitionsbedingungen haben, die sie brauchen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Und dazu gehören erschwingliche Energiepreise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn Sie, Herr Kollege Wenzel, mit Ihren Anträgen hier heute punkten wollen, ich sage Ihnen, wenn Sie wirklich etwas beitragen möchten zur Energiewende, dann hören Sie auf damit, Land auf, Land ab, die Energiewende, für die Sie als Grüne ja eigentlich seit 30 Jahren, die Sie seit 40 Jahren fordern, sozusagen auch als Selbstverständnis Ihrer Partei, diese Energiewende bei jeder Gelegenheit im Jahre 2012 zu torpedieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Norden sind Sie gegen den Trassenausbau, um den Strom transportieren zu können. Im Süden sind Sie gegen den Bau von Pumpspeicherkraftwerken, weil Sie die Landschaft verschandeln. Im Westen sind Sie gegen jegliche Form der Gasförderung und der Gasspeicherung. Und an der Küste sind Sie gegen Offshore-Anlagen, weil die das Balzverhalten der Schweinswale beeinträchtigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit dieser Verweigerungshaltung erweisen Sie dem Erfolg der Energiewende einen Bärendienst. Und ich gebe Ihnen den einen Hinweis und, wenn Sie erlauben, auch den einen Tipp, anstatt permanent zu versuchen, die Ängste vor Ort zu schüren, kann ich Ihnen nur empfehlen, kommen Sie bitte von den Bäumen runter, hören Sie auf mit dieser Fundamentalopposition, mit diesem Widerstand. So werden wir die Energiewende nicht hinbekommen, so wie Sie das begleiten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Dr. Hocker.